Action! Look who is there! Magibo from Hollywood! Welcome! Welcome, my best guest. Welcome. How are you, Mark? I'm doing fine. Yes, my English doing fine too. Herzlich willkommen auf meinem wieder neuen Channel Viktoria Gebauer und Parfüms. Marc ist heute auch am Start. Wir haben Top-Bestseller von Marc jetzt kurz vor Weihnachten uns ausgesucht und er wird uns jetzt alles gleich davon erzählen. Bleibt dabei. Ja Leute, wir sprechen heute über Parfüm und wenn ihr nichts für Parfüm bezahlen wollt, es kommt jetzt ein bisschen QVC-mäßig rüber, dann haben wir hier eingestellte Düfte, die ihr so nicht mehr bekommen könnt. Ja, rare von Histoire de Paris. Genau, Histoire de Parfum, nicht de Parfum. Histoire de Paris. Also da, und zwar, was ihr dafür tun müsst, das Einzige, was ihr dafür machen müsst, ist einen Kommentar zu verfassen. Und dann werden wir im nächsten Video mit Viktoria den Gewinner vorlesen. Natürlich müsst ihr auch liken und subscriben, ne? Das würde uns natürlich sehr freuen. Werden wir es überprüfen? Nein. Aber lasst gerne einen Kommentar da. Selbstverständlich werde ich das überprüfen. Die Frage, die wir uns stellen, ist natürlich, was für Düfte man eventuell verschenken kann. Mhm. Und welche, was Neues sind einfach, was wir auch noch nicht gezeigt haben. Ja. Deswegen habe ich Viktoria hier neben mir. Und es gibt einige neue Düfte, die wir so noch nie gezeigt haben. Also wir haben hier ein paar spezielle Düfte ausgesucht, so ein bisschen kräftiger für schon Experten, aber auch für Anfänger. So, gerade zum Verschenken ist ganz angenehm. Genau, gerade genau. Zum Verschenken ist eine ganz gute Sache. Wir können vielleicht als erstes mal anfangen. Mit deinem Lieblingsduft. Den machen wir gleich. Wir fangen erstmal mit einem an. Das, was den meisten, denke ich, gefallen wird, es ist Soprano. Ist wieder verfügbar. Ja, ist ausverkauft. Mhm. Wir haben hier einen sehr, sehr starken Duft, der auch ein bisschen süßlicher ist. Ja, hast du vorher gesagt, das ist Argento und Evapore so ein bisschen gemixt. Genau. Ne? Also schöne, süßliche Note dabei, aber trotzdem frisch. Und ja, mir gefällt tatsächlich Soprano besser als Argento. Ich weiß, du bist der Argento-Fan. Ich würde dann eher Soprano vorziehen. Also ist auch ein bisschen jüngerer Duft. Also Sascha, Orange hat, meine ich auch. Soprano, der Name sagt schon, dass er traumerfüllend ist, wie so eine Stimme. Und dasselbe haben wir hier von den Inhaltsstoffen. Ist ein bunter Mix aus Früchten, wenn wir es runterbrechen können. Also wenn ihr hier drin riecht, dann ist es schon einfach ein Korb an frischen Aber eher Früchten. So rose, so blumige Sachen. Jetzt keine Orange, kein Ananas, also nicht die frische, sondern eher so diese blumige Frische. Ne? Früchte, habe ich gesagt. Früchte. Nicht frische. Früchte, meinte ich ja. Ah ja, okay. Ist auch mit F, deswegen habe ich das benutzt. Genau. Lychee war dabei, erinnere ich mich daran. Ne? Ja. Lychee, also diese süßliche, Früchte. Ja. Früchte. Also in der, also schön, in, schön. Also, für Leute, sagen wir um die 20 Jahre auf jeden Fall der richtige Duft auch schon. Tolles Geschenk, also der Duft hält ewig. Und es gibt zwei Größen, ne? Genau, in 50 leider momentan ausverkauft, aber bei uns auf der Webseite könnt ihr auf jeden Fall da, wo normalerweise Warenkorb steht, jetzt drauf klicken, eure E-Mail eintragen und ihr werdet benachrichtigt, sobald der Duft wieder da ist. Ihr seid dann die Ersten. Ah, Tatsache. Ist das nicht cool? Ja, ist das nicht cool? Gut. Also, wir gehen weiter zu dem... Zu meinem Lieblingsduft, glaube ich. Jetzt schon? Ja. Komm, lass mal ein bisschen vorbereiten. Aber wir haben bei diesem Duft hier haben wir eine super Geschichte, die wir euch vorlesen müssen, von einem Kunden, der diesen Duft bestellt hat. So beschrieben danach, hat, wie keiner bis jetzt, und danach, oder? Und wenn ihr das gehört habt, werdet ihr safe bestellen. Einfach blind buy. Ja, aber jetzt müssen wir spannend machen. Das machen wir ganz zum Schluss. Ja, okay. So funktionieren die Videos auf YouTube. Ganz zum Schluss. Ganz zum spannend. Schluss. Das du vielleicht mal ganz kurz? Machen wir weiter mit Derby. Okay. Ja, machen wir weiter mit Derby. Die letzte Vorstellung von unserem lieben Freund Herbert Stricker. Herzlichen Glückwunsch an dieser Stelle. Für was? Für Derby. Neuer Duft. Ach so. Ist ja rausgekommen. Vielleicht meinst du kennst Herbert, alles Gute. Ich wünsche dir von Herzen viel Erfolg mit diesem Parfum. Du hast dich mal wieder selber übertroffen. Ich weiß nicht, wie ich sagen soll. Ja? Zwar dauert es immer ein bisschen was, ne? Aber Herbert... Aber das Beste kommt zum Schluss. Herbert, es ist einfach unglaublich. Auch wenn die Parfumo-Webseite uns nicht so mag. Aber am Ende sage ich dir eine Sache. Dieses Parfum hier besticht dadurch. Also ich sag mal so, derjenige, der jetzt nicht viel Ahnung hat, Trimax, hat Oxford wirklich... so reduziert in der Flasche, er hat es oft benutzt. Stimmt. Ich habe ihm das Parfum auch zugeschickt. Hm? Gute Nachfolge dann. Ja, ja, also wenn du Oxford magst, tolle Erweiterung da. Es ist ein bisschen kardamonlastiger. Also wir haben hier nochmal, man kann es nicht vergleichen mit Oxford, aber ich würde schon sagen, derjenige, der an Oxford Spaß hat, der wird auch hier auf seine Kosten kommen. Es ist ein etwas anderer Duft von den Noten her. Wir können auch nochmal reingehen hier. Sehr würzig, sehr würzig. Also schmeckt nach marokkanischem Basar.
Nein, wirklich, wenn du so in Marokko durch Bazar gehst und diese ganzen Gewürze rumliegen mit Kardamom. Nein, wirklich diese Kardamom und so, ne? Doch, doch. Bisschen Leder, aber mehr so diese Würze sind. Nee. Aber das ist mehr so dieser marokkanische Bazar. Nein, das ist aber im Positive, weil da ist einfach, nein, also diese Farben. Du warst auch noch nie da, deswegen ich schon. Ich kann nicht mitreden. Also wir haben Basilikumblätter, Kardamom als Kopfnote, dann Nachtjasmin, Kümmel, Myrrhe als Herznote, Basisnote, Patchouli, Sandelholz, Vetiver, Zedernholz und Birke. Also ich finde, man riecht sehr deutlich dann... Kardamom. Man riecht sehr... Man riecht sehr deutlich den Vetiver raus, zusammen mit diesen Hölzern. Das beschreibt für mich eigentlich diesen Duft sehr, sehr gut. Diese leicht frischen Noten, bei Oxford haben wir mehr Grapefruit drin, aber ja, das ist so viel dazu. Gelungen. Dann kommen wir jetzt zu einem Duft, der etwas günstiger ist, um die 100 Euro. Wir haben hier von Lorenzo Villoresi Alamut. Das ist so, ja, etwas sich vorstellen soll von der Beschreibung her. Sowas wie aus Tausend einer Nacht, also fernöstliche Gewürze, die gemischt sind mit ein bisschen pudrig. Also es ist dann ein sehr softer Duft, der einen einhüllt, auch komfortabel einhüllt, also es ist vielleicht so ein Sonntagsduft. Aber keine moderne Duft. Ich würde jetzt nicht für einen 20-Jährigen unbedingt empfehlen, aber wenn ihr nach einem Geschenk vielleicht dann für Schwiegerpapa, Papa sucht, das ist eher so, glaube ich, die... Es ist ein älterer Duft, den ich jetzt persönlich halt tragen würde, wenn man jetzt, also der Soprano-Kunde würde jetzt hier den nicht kaufen. Mhm. Man muss dazu sagen, man muss pudrige Düfte mögen. Und ein bisschen Zitrus. Nö, Zitrus nicht. Also wir haben hier wirklich so den Mix von diesem Orient zusammen mit diesen Pudernoten und das beschreibt diesen Duft hier, der ungefähr bei 100 Euro liegt, ganz gut. Ist auch die einzige rote Flasche in der gesamten Kollektion von Lorenzo Villoresi. Meister Parfümeur, der hoffentlich jetzt im kommenden Jahr auch einen Duft für uns machen wird. Von daher, das ist eine tolle Sache. Beim nächsten Mal setze ich mich wieder meinen Platz. Ich merke, diese Seite ist nicht so cool. Man sieht mich kaum, weil ich mich immer zu dir drehen muss. Ah. Also hier ist natürlich mein Gesicht dann mehr so im Bild. Aber der Kanal heißt ja auch Marc Liebauer, so wie die Firma auch. Es hieß mal so, sagen wir mal. Oder gut, dass es noch so heißt, aber der Inhalt hat sich leicht verändert. Wir gehen weiter. Neuer Duft. Wir haben nur noch 10 Stück verfügbar. Rufen Sie jetzt bitte an. Ja? Was höre ich da gerade in der Warteschleife? Noch 5 Stück verfügbar, aktuell für einen Preis von über 200 Euro. Jetzt Pinto Canto, hier haben wir einen sehr, sehr starken. Wir haben 200 Euro? Ja, nee, ich glaube, das ist teuer. Wir haben am Wochenende QVC geguckt. QVC, alle Boah, das Sender. Hat so Spaß gemacht. Es war einfach so der was Hammer. Was sie da verkaufen? Was sie da verkaufen. So super teuer. Mann. Für 80 Euro haben sie so zusammengeknickt. So. Ta-ta-ta-ta. Schau dir das mal an. Und damit haben die geworben. Also, fand ich überhaupt nicht cool. Als nächsten möchte was ich. Was haben wir hier? Neuduft, ne? Von Wekanton. Ja, ich wollte jetzt gerade anfangen zu erzählen. Wir haben als nächsten hier Sigmondo. Sigismondo. Wie? Sigismondo. Okay. Steht doch da. Marc. Ja, was hast du denn gedacht? Weißt du, woran ich mich. Du wolltest gerade. Das ist diese. Wolltest du gerade Quinto Canto sagen? Oder was wolltest du? Was wurde auf was hast du gerade gedacht? Sigismondo, weil ich dachte, du nimmst diesen komischen. Aus diesem Kinder. Diese Gismondo. Wie heißt der? Und das beschreibt unsere Beziehung eigentlich recht gut. Ab und an gibt es einfach solche. Ja, wo man sich dann entfernt von dem Thema. Ich verstehe absolut nicht, was ich nicht sehen möchte. Es gibt so diese Quasimodo. Quasimodo. Ja, Quasimodo. Habe ich jetzt nicht gesagt. Was ist das für eine Beleidigung, für einen Duft? Die kannst du nur Quasimodo nennen. Quasimodo hat schon einen krassen Charakter. Aber Sigismondo ist natürlich ein bisschen anders. Sigismondo ist etwas anders und zwar hier haben wir... Ah, oh, lecker. Also wenn du das lecker... Du bist... Nee, wirklich, das ist wirklich lecker. Du bist so... Das ist so... Das ist aber so, das ist lecker wie Kirke. Sie findet den Duft niemals gut. Der Duft ist mega gut. Ist wie Kirke aus dieser Kollektion. Also von. Mann, das ist doch sehr stark Oud mit drin. Nein, das ist voll süß und lecker. Victoria, hör auf. Weißt du, wie das riecht? Hör auf. Wie mein Montalduft. Doch, das ist ja also gut dabei, aber das ist diese, das konnte ich sogar tragen. Ich finde es eine gute Alternative zu meinem Montal.
Duft. Also immer, wenn ich diese Öle drauf tue, ja, Victoria sagt dann, oh, es ist so furchtbar. Mark, das, das ist ein sehr, sehr starker Oud-Duft. Victoria hat absolut keine Ahnung. Ich glaube gerade, sie riecht einfach auch nichts mehr. Doch, guck mal, das ist wie mein Montalduft. Diese dunkle, was ich im Winter mache. Also wir haben hier Safran und Zimt drin. Das heißt, wir haben eine etwas süße mit der bulgarischen Rose und Patchouli auch. Und hinten raus kommt wirklich, 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 ich habe es auch bei Instagram schon gesagt, ein sehr, sehr starker Oud, eine Oud-Basis raus. Victoria, normalerweise wird sowas nicht machen. Aber es ist ein angenehmer Duft, das kann jeder tragen. Also ich sag mal so, ich verkaufe wirklich allen Leuten immer alles, aber das ist wirklich ein Oud-Duft. Das kann ich leider so nicht unterschreiben. Also, das tut mir sehr leid, aber der ist so süß. Okay, gut. Also könnt ihr ja entscheiden, auch wen ihr hört. Also ich finde, das ist ein sehr, sehr starker Oud-Duft, aber keiner wird ihn kaufen. Du trägst den? Niemals, niemals, wenn du es da... Ich finde es sehr überrascht. Also ich finde ihn sehr, sehr gut. Extrem langlebig, ja, hat 12 Stunden plus... Zu dir passt es gar nicht. Perform- du kannst es gar nicht reißen, das ist gar nicht dein Duft. Okay, also ich finde schon. Echt? Ja, ja, ich finde schon. Ja, aber es gibt noch einen Favoriten, davon mal abgesehen. Mhm. Also hier habt ihr einen schönen Oud-Duft, der mit ein bisschen was Süßer arbeitet und so weiter. Ja, kann ich nur empfehlen. Auch die Flasche in einem schönen Samt. Wir machen aber jetzt weiter mit Ali Al-Nasabis nächsten Duft. Ein Freund von uns aus Dubai? Abu Dhabi. Also er kommt aus Abu Dhabi. Und das ist seine latest creation, The Palace. Und hier haben wir unzählig viele Inhaltsstoffe. So, wir haben hier The Palace ist ein berauschend holzig-pudriger Moschusparfum mit Prachinoud und Zitrusblumen. Holztönen, Zitrus, Kopfnoten, Herznoten, Jasmin, bulgarische Rose, Sandelholz, Vetiver, Iris wird das Ganze untermalt. Also ich kann sagen, dieser Duft ist anders als die anderen, nicht so holzig. Ja, wir haben hier sehr starke Vetivernoten. Frische Noten. Ich habe sowas noch nie gerochen, noch nie. Es ist ein absolutes Nischenparfum. Es gibt, weiß ich nicht, mich und vielleicht noch drei andere Leute, die das hier verkaufen im Internet. Absolut tolle, tolle Aufmachung. Ich habe selten so eine tolle Flasche gesehen. Verkaufen wir die Düfte... Belegte preislich? Pff, das ist teuer. 375 Euro. Pff, teurer Duft. Aber ich mag seine Düfte sehr, sehr gerne. Und wir werden auch nochmal ein Interview mit ihm machen. Wenn jemand Vetiver-Noten mag, dann ist er da genau zu Hause. Vetiver, eine sehr schöne, frische Akkorde damit drin. Ganz, ganz toller, ewig haltender Duft. Ich hatte ihn immer sonntags drauf. Jetzt gehen wir aber rüber. Ich lese erstmal vor, was derjenige geschrieben hat. Und dann werden wir dann mit dem nächsten Duft weitermachen. Beziehungsweise die Beschreibung von diesem Duft ist wirklich 1A. Ja, er hat es einfach getroffen. Ich möchte es erstmal draufschreiben. Moment. Marc, ich will das Ganze habe genießen. Rudis und Gau bestellt. Um Rudis geht es nicht, es geht heute um Gau. Was sind das bitte für Düfte? Ich brauche keine Corona-Impfung mehr. Gau riecht, als hätte ich eine tote Katze aus einer Scheune gezogen, in der Nachkriegszeit gezogen. Rudis riecht nach einem nackten, behaarten Gladiator, der sich mit Spiritus abgewaschen hat. Ich mag beide Düfte sehr gerne. Ja, danke dir, CPTNBL. Hammer! Für diese Nachricht. Also, es ist auf jeden Fall sehr medizinisch. Genau so riecht der Duft. Hä? Genau so riecht der Duft. Ja, falls ihr auch so riechen wollt, ja, wie nach einer toten Katze, die schon 70, 80 Jahre alt ist, dann ist das der Duft. Also, ich muss sagen, es ist sehr medizinisch. Es riecht so nach, also nach Krankenhaus, aber Leute, es ist halt nicht negativ. Guck mal. Also, erstmal, sie mag den Duft nicht, okay? Sie mag den Duft eigentlich nicht. Ich erzähle euch jetzt mal eine Sache. Wenn ihr ein krasser Typ sein wollt, okay, dann holt euch den Duft. Mhm. Ich habe ihn früher nicht gemacht. Als ich 25 war, habe ich ihn nicht gemacht. Es war einer der ersten Düfte mit dem Herbert, wo wir so uns kennengelernt haben. Mhm. Da hier drin ist Oud von Laos. Und da drin haben wir noch mehr Patchouli und Amber mit drin. Dieser Duft hier, wenn ihr in einen Raum kommt, der wird alle umhauen. Okay. Natürlich muss man sich erstmal daran gewöhnen. Aber wenn ihr die Brillanz innerhalb dessen kennengelernt habt, ich weiß gar nicht, warum du mit dem Kopf nichts. Also du magst den Duft oder nicht? Wie habe ich den gemacht? Hab ich so gemacht? Ja. Ja? Du hast mir zugestimmt. Nein, also dieser Duft hier, werdet ihr damit Komplimente bekommen von Frauen? Nein. Nein. Definitiv nein. Auf gar keinen Fall. Nein. Werdet ihr damit als, sag ich mal, der Boss wahrgenommen? Ja, ja, also beeindruckend. Ist beeindruckend. Wenn jemand sowas trägt, wird man sagen so, oh, aber das ist jetzt auch jemand, der jetzt nicht unbedingt die Nähe sucht. Deswegen zum Date brauchst du das nicht aufzutragen. Aber wenn du einfach nur präsent auftauchen willst und jeder guckt dann hinterher, dann schon. Genau. Aber die Nähe muss jetzt sein, nicht unbedingt. Also ich finde es wirklich ein ganz, ganz toller Duft. Aber wenn du jetzt einfach mal die Augen zumachst und das riecht, wie würdest du das jetzt? Nee, medizinisch ist schon korrekt. Aber was stellst du dir jetzt vor? Du hast jetzt die Augen zu, riechst das und was stellst du dir vor? Wo bist du gerade? Woran erinnert
Nein, weißt du, was ich meine? Also, boah, mich. Wo bist du denn? Ja, direkt Krankenhaus. Du bist direkt Krankenhaus? Ich bin direkt im Krankenhaus und hab gleich eine, also keine Ahnung, Gehirn-OP. Ich stell mir vor, dass ich gerade in so einem Boardroom bin und gerade meine Präsentation halte. Boardroom? In einem Boardroom. Ach, Boardroom, im Boardroom. Ja, genau, im Boardroom. Ja, ich bin im Boardroom ja, und laufe da durch die Krankenhäuser. So. Bam, 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 bam. Nein, also ich stelle mir vor, dass ich da so gerade so ein Meeting abhalte. Okay. Vorstandsbesprechung. Mhm. Und das wäre so der Duft, den ich da brauche. Ja, ja, Lucio oder was? Der Big Boss? Ja, genau. Das wären jetzt mal die Neuvorstellungen. Manche von den Düften kann man easy verschenken. Derby ist ein absoluter Gewinner. Soprano ist ein absoluter Gewinner. Und wenn ihr was ganz, ganz Spezielles haben wollt, dann ist Jazeel The Palace im Vetiver-Bereich. Wenn ihr da Vorliebe habt, auf jeden Fall was. Und wenn ihr der Coolste sein wollt, dann nehmt ihr Gao. Das ist so die Aufteilung, die wir jetzt getroffen haben. Und ja, ich würde sagen, kommentiert fleißig. Und dann schauen wir beim nächsten Video mit dir, wer denn gewonnen hat. Wir lesen es dann auch in der Show vor. In der Show? Wir haben schon mittlerweile eine Show. Yay! Okay, Leute, Klappe zu.